Da haben wir schon 6. Die nächsten Monate kriegen wir auch noch hin. Da gibt es noch ein paar lineare Münzen, die hätte ich gern. Die hole ich mir natürlich auch noch ab. Am besten ohne zu sterben und dabei drauf zu gehen. So viel geht's runter. Nicht in die Matsche fallen. Das ist noch ein bisschen verwirrt, da können wir jetzt hier, na komm, hochklettern. Und hier nochmal sterben, so gehört sich's. Können wir hier gerade mal eben... Wo war's? Hier war der Shop. Da müssen wir hin. Können wir uns ein passendes Outfit kaufen. Ich meine, wir sind eh bald hier raus. Und das Outfit soll trotzdem mal gekauft werden. Schaden tut's nicht. Damit wir hier nicht in Unterwäsche rumlaufen. Ein Gewitzumruf ist vielleicht besser so. So, kaufen. Jetzt umziehen, natürlich. Und hier noch das andere, das passende Unterteil dazu. Da haben wir noch 4 weitere. Das reicht leider nicht für den Sticker. Schade, Marmelade. Müssen wir wohl noch ein paar Lina Münzen sammeln. Immerhin ist Mario jetzt passend gekleidet. Halbwegs. Naja, halt mit dem passenden Outfit hier. So, wir versuchen es nochmal mit ihm hier. Achso, den Stern haben wir ja schon gemacht. So, wo geht's jetzt hin? Hier wieder runter. Ach, ich mag den nicht. Ich mag den Fliegesalamander nicht. Es ist... Ich flieg lieber mit der Mütze. Ich flieg lieber mit der Mütze runter hier mit dem... Kann ich hier wieder... Hier haben wir doch eine Flagge. Können wir uns dorthin begeben. Kommen wir bestimmt auch zu Fuß überall hin. Oder mit den Kollegen hier. Kommen wir bestimmt auch irgendwie an Sachen ran. Müssen wir uns nur ein bisschen fallen lassen. War da drüben nicht noch ein Ort, wo wir hin müssen? Vielleicht waren wir da auch schon. Und da unten ist ein Mond, da wollen wir hin. Sehr schön. Check the point. Bergplateau. Das ist eine Röhre. Jetzt bestimmt auch noch was zu gewinnen. Münzen. Oha. Die Kollegen hier. Ein Mond für dich. Achtung, Fuzzies in der Wand. Und gibt es noch lila Münzen. Die ich mir auch ganz gerne holen würde. Sehr schön. Jetzt könnten wir auch wieder den Sticker kaufen. Egal, wir sparen erstmal. Wir holen uns erstmal andere Münzen. Hier wäre jetzt so ein Kollege nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir es auch anders hin. Da ist schon der nächste Mond. Ne, da brauchen wir, glaube ich, so einen Kollegen für. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die langen Lodatscher hier. Na komm. Kommst du mit mir? Holen wir uns den Mond. Gemeinsam. Oha. Wir haben ordentlich Schaden bekommen. Sekunde. So, hier mal. Was denn? So, hier. Und Mond. Sehr schön. Über den Fuzzies, über dem Sumpf. 2 Monde brauchen wir hier noch. Erstmal sterben wir hier, wie es sich gehört. Und dann kommen, wo kriegen wir hier noch 2 Monde her? Hier zum Mond, Teile, die man sammeln kann. Dann kriegen wir hier noch was Tolles. Nur die sammeln.
Müssen wir es erstmal finden. Fuzzies. Die habe ich ja vermisst. Lange nicht mehr gesehen. Gibt es jetzt hier in Mario auch. Oh, da ist ein Mondteil drin. Zwei Mondteile noch. Bis zum nächsten Mond. Na komm. Auf die Mitte. Und die nachischen Kollegen nichts an Schaden nehmen. Müssen wir hier wieder mal durch die Fuzzies. Und dann nehmen wir wieder ein bisschen Schaden. Na toll. Wir sterben hier noch. Na komm, rein in die Fuzzies. Das war doch jetzt hier. Ne, ein Teil brauchen wir noch. Ein Mondteil. Zum Decker. Da rein vielleicht. Aha. Jetzt glaube ich kein Mondteil. Gibt's ein Herz? Gibt's Captain Toad? Der mein eigenes Spiel gekriegt hat auf der Switch. Mario, wie schön, dich hier zu treffen. Yep, ich bin's wirklich, Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Wie ich hergekommen bin, ein großer Vogel hat mich hierher geworfen. Ein anderer großer Vogel als sonst. Aber mir hat die Abgeschiedenheit dieses Ortes ganz gut getan. Ich habe hier sogar einen Mond gefunden. Super, nicht? Oh, Captain Todmond. Sehr schön. Da war es noch einer. Das, die Mondsteine sammeln wir dazu gerade. Sehr schön. Da hat der Captain Tod sein Zelt aufgeschlagen. Jetzt müssen wir noch das eine Mondsteil finden. Dann können wir weiter. Hier mal raus. Wo versteckt sich das letzte Mondteil? Hier im Sumpf nicht. Doch im Sumpf schon, aber jetzt hier nicht. Direkt hier in der Pampa. Es ist doch nicht wahr. Hier nochmal drauf gehen. Nicht zu weit. Nicht zu weit hinaus. Ja. Soll ich mal vielleicht ein bisschen drehen, damit ich eine bessere Perspektive habe. So, mal hier reinkommen und den Kollegen wieder kapern. Der hat seine Mütze auf. Bauen da noch ein Mondteil. Wir haben noch alle anderen jetzt nicht. Doch, wir haben nicht alle verloren. Sehr gut. Da drüben ist noch ein Mondteil. Sehr gut, da müssen wir aber erstmal auf die Insel kommen. Hier mal rüber. Na komm, das kriegen wir doch jetzt noch gebacken. Wir waren auch schon mal drüben auf der anderen Insel. Ich mal Fuß fassen. Fuzzies. Durch die Fuzzies durch. Und hier mal rüber. Okay, das war noch nicht weit genug. So, hier. Und einmal. Ganz vorsichtig. Wo gibt's den Mond? Gibt's da drüben. Sehr schön. Auf der schon so seltsam passend aussehenden Plattform. Müssen wir es nur noch hinschaffen. Und wenn wir sterben einfach, dann werden wir eh zurückgesetzt. Besser wäre es natürlich, wenn wir es schaffen würden. So, hier mal durch die Fuzzies. Durch die Fuzzies, durch. Nee, durch nicht, aber an ihnen vorbei. Ist ja gut. Da gibt es noch ein paar lila Münzen. Vielleicht können wir da noch ran. Auf dem Rückweg zur Odyssee. Ein Mondstück im Sumpf. Sehr schön. Wir haben jetzt alle Monde, die wir für die Odyssee brauchen, um sie wieder startklar zu machen. Sehr schön. Wir haben alle Monde, die wir brauchen. Wir können zur Odyssee zurück. Wir können uns noch ein Andenken kaufen oben. Für den Gipfel. Das ist doch der Gipfel.
Hoch geht's. Die Lernmünzen unter dem Drehdings, das jetzt mal liegen. Das ist jetzt, ja, nicht ganz so wichtig. So, jetzt eben, ja, jetzt bin ich hinten reingesprungen. So, stehe ich hinter der Theke. Topfpflanze. Und eigentlich bräuchte man noch eine Münze, dann hätten wir, es ist ja üblich hier, hätten wir alles eingekauft. Ein kleiner Sticker für die Odyssee. Dafür reicht es dann nicht mehr. Ach Mensch. Na gut, egal, weiter geht's. Wir kommen nochmal zurück. Wir werden wiederkommen. Nur die restlichen Accessoires. So, wo ist die Odyssee? Hier ist die Odyssee. Sehr gut, zurück zur Odyssee. Peppern wir sie wieder auf, damit wir im nächsten Part, nächsten Aufnahmen ins Siedland aufbrechen können. Sehr schön, hier mal die Monde rein. Machen wir sie wieder fit. Auf geht's. Die Odyssee ist repariert. Na, so besonders sieht sie nicht aus, aber was soll's. Geben wir ab. Da kann es im nächsten Part ins Cityland gehen. Dann müssen wir Cityland starten. Sehr gut. Ob ich nach oben sollte sich gefallen haben lassen, aber dann neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder im Cityland. Im allseits berühmten Cityland. Bis dahin. Ciao, ciao. Cityland, New Dong City. Sieht aber nicht so toll aus hier. Geister auf dem Hochhaus. Alles klar, wir haben es geschafft. Sieht aber nicht so gut aus hier. Schau mal. Bowsers Schiff. Auf geht's. So, da geht's doch noch ein bisschen weiter. Willkommen zurück, Super Mario Odyssey. Der Part braucht noch ein paar Minütchen. Warum ist dieses Ding hier? Oh, wir haben hier schon einen Mond. Stimmt, wir waren hier schon mal. Als wir im Wüstenland waren, sind wir hier schon mal vorbeigekommen. Die haben wieder lila Münzen, die wir so kriegen können. Schauen wir mal, wie wir rüberkommen. Vielleicht machen wir heute noch den ersten Boss hier auf dem Hochhaus. Mal schauen, wie lange die Batterieleistung noch hält. Ist schon ziemlich niedrig. So, hier haben wir ja erstmal einen Checkpoint am Stadtrand. Jetzt ganz schön viele fies aussehende Krabbeltiere. Versuchen wir mal den Kollegen Krabbler auszuschalten. Ist ziemlich düster und regnerisch hier. In Cityland, so habe ich mir das nicht vorgestellt, die Großstadt. Die Großstadt habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Es ist hier, lässt sich aber einiges zu wünschen übrig. Als Tourist hatte ich da schon andere Ansprüche. Muss ich schon direkt so sagen. Da hätte ich schon ein bisschen, da hätte ich mir von meinem Urlaub schon ein bisschen mehr erwünscht. Von meinem City-Trip. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Das ist jetzt so ein bisschen schade. So, weiter geht's. Kurze Aufladepause. Und wir haben einen Wurm zu besiegen. Ein Bösewicht, der sich auch noch hier aufhält. Wir covern meinen Panzer hier gerade auf ins Kriegsgebiet. Oha, hier wird schon scharf geschossen. Krieg in der Großstadt. Das gibt's ja kaum. Oha. Aber warte, wo müssen wir hin?
Oha, lassen wir uns nicht treffen. Jetzt gehen wir Game Over. Oh, gibt es einen Job? Ehrlich gesagt haben wir noch nicht genügend Münzen, aber ja. Wir schauen mal, was es gibt. Ach, ein Bauarbeiter-Outfit. Ja, sehr schön. Das werden wir uns besorgen, sobald wir noch 10 Münzen haben. Hier können wir rübergehen, hier gibt es was zu shoppen. Für Geld. Es sind Menschen. Es sind Menschen, die hier was verkaufen. Okay. Oha. Ganoven-Outfit. Können wir uns das leisten? Ja, können wir uns leisten. Ich zieh mich um. Das Umziehen. Und den Hut noch dazu. Ganoven-Outfit. So passend für die Stadt, für die Stadt gekleidet. Sehr schön. Da sieht Mario passend gekleidet aus. Ein Anzug und Hut. Ich weiß nicht, ob das ein Anzug ist, aber ja. Da gehen wir erstmal Game Over. Es passt vielleicht ein wenig mehr zu der Stadt. Fehlt sogar mehr als das Bauarbeiter-Outfit. So, wir gehen vielleicht mal hier rauf. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, wo wir lang müssen. Oha. Auf Trägern. Oh, der Goomba hat Mario-Helm auf. Ja, Mario-Helm, Bauarbeiter-Helm, würde ich sagen. Baustelle. Checkpoint Baustelle. Na komm. Dreier Goomba. Oha. Wird scharf geschossen. Na toll. Gehen hier wieder sterben. Bisschen Lock. Und ein Herz. Sehr schön. Das können wir gebrauchen. Panzeralarm. Oha. Ein Bowser-Plakat. Und wir da durchkommen. Steckt mal hier vom Goomba-Turm ab. Hier nämlich da mal durchgehen. Oh, Kacke. Ich bin nochmal drauf gegangen. Statt vom letzten Checkpoint wahrscheinlich. Ich vermute es. Und der ist hier. Machen wir das nochmal. Verdammt. Es nimmt hier wieder kein gutes Ende. Und wieder gestorben. So kommen wir doch niemals voran. Ich will gleich nochmal Schaden nehmen an dem Goomba. An dem Goomba Schaden nehmen. Das finde ich ja sehr schön. Und hier nochmal Schaden. Da können wir es eigentlich gleich umbringen gehen. Suizid Mario. Ich stelle mich auch gerade irgendwie ein bisschen schwierig an. Oh nein, es fängt das jetzt schon wieder an. Haust ab. Haut die ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Lass mich. Ach, das ist ein Grümbel. Mein Herz kriegt jetzt auch nicht. Okay, damit können wir jetzt nichts. Ich würde jetzt hier gerne mal hier durch. Gibt es eventuell was zu holen? Ein Mond. Sehr schön, ein roter Mond. Im Inneren eines Stahlträgers. Schön. Und wir zurück. Wir haben uns um einen Boss zu kümmern. Wie ich zu ihm komme, haben wir auch noch nicht herausgefunden. Das werden wir vielleicht gleich. Überall Panzer hier. Okay, hier sind wir schon auf einem großen Plaza. Da muss doch irgendwo an einem Hochhaus. War doch die Sache. Da mussten wir hin.
Baustellen sind wir jetzt noch. Okay. Da weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen mit dem Bossgegner. Wenn wir so unterwegs sind, bestimmt nicht. Gibt es noch ein Herz? Ein Herz für Mario, das er es dringend braucht. Das nimmt er mit. Steigen wir vielleicht mal aufs Hochhaus. Das ist vielleicht gar kein so falscher Tipp. Da haben wir noch ein Gerüst gesehen. Da drüben. Ein Gerüst. Hier am Checkpoint. Ich glaube, wir können diese Treppe da benutzen. Richtig gesehen, Cappy. Hätte ich auch früher sehen müssen. Da ist wieder ein Goomba. Wir kapern den Goomba. Ein Goomba-Wan. Können wir hier auf die Mütze steigen? Naja, ach, verdammt. Das wird doch wieder nichts. Okay, das bringt auch nichts. So, hier mal hinauf. Hier haben wir uns dieses Unglück selbst zuzuschreiben. Geeport. Okay, den Checkpoint. Hier nicht runterfallen. Aha, hier geht's rein. Im Nudong City Rathaus. Okay, oha, nein. Nicht sterben. Gibt's ein Herz. Bringt nicht viel. Oh nein. Was habe ich gesagt? Nicht sterben. Was an nicht sterben war hin zu missverstehen. Was an nicht sterben hast du nicht verstanden. Glatt nochmal gemacht. Ich denke, auf der Spitze des Tuns können wir irgendwas erreichen. Gibt's doch Glatt den. Ist doch Platz den Bosskampf. Ja, ich weiß, das sind wieder eine Münzen. Ich weiß gerade nicht, wie ich hinkomme. Also erstmal das hier schaffen. Und hier nicht runterfallen. Oha. Wieder Münzen. Oh Kacke. Wo bin ich? Oh nein, so kommt man an den Münzen ran. Aha. Ja, das müssen wir jetzt nicht extra riskieren. Können wir machen, müssen wir aber nicht. Das Herz, schön und gut. Bringt hier nur Münzen. Eine goldene Gumba hier. Münzen-Gumbas. Was zum 3D-Optik. Knick in der Optik. Mal schauen, wie ich den Part hier schneide. Welche von den Bosskampf im heutigen Part nicht mehr. Ich muss das an der Stelle unterbrechen. Vielleicht wird es auch ein längerer Part. Ziehe ich es ein bisschen in Länge. Heute mal ein bisschen längerer Part. Vielleicht, mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, das stört nicht. Oh nein, Gegner. Beim Überblick zu behalten, das ist ja auch wieder speziell. Hier rauf. Gegner Coins dort unten lassen wir mal liegen. Oh wei. Und gleich wieder runter. Hier kommen goldene Goombas. Eine lila Münze. Noch mehr lila Münzen. Überall lila Münzen hier. Das soll eine Verlockung sein. Dass du vom Weg abkommst. Und nicht mit mir.
Hier können wir dran klettern. So, 10 Lina Münzen. 5 noch, dann können wir uns ein Outfit leisten. Original Outfit. War das das Bauarbeiter-Outfit oder welches war das, was wir uns da freischalten? Oha, vorsichtig. Jetzt nicht hier zugrunde gehen. Okay, was gibt's hier zu sehen? Gegner. Nein! Vorsichtig, Mario. Ein Herz wäre nicht schlecht. So ein Mist. So, wie geht's hier lang? Nur noch mehr Gegner hier. Gegner über Gegner über Gegner über Gegner über Gegner. Ein Herz für Mario, bitte. Sehr gut. So, ich genügend Herzen. Raus hier. Check the point. New Donk City Rathaus Dach. Und weiter geht's hinauf. Der Rathausturm ist ja aber ziemlich hoch. Muss man wirklich so sagen. Muss man neidlos anerkennen. Mir kommt es so vor, als würde dieses Ungetüm die ganze Energie absorbieren und woanders hinleiten. Das tut es vielleicht auch. Ja, wer weiß. Okay, und wie attackieren wir es jetzt? Von dem Punkt aus. Nein, sind wir runtergefallen. Wir sind ja Münzen. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Auf diesem Weg. Gerade so noch gerettet. So, was gibt's hier? Hier können wir hoch. Oha, eine Nahaufnahme. Boss Fight. Let's go. Und runtergestoßen wurde er. Ein tiefer Sturz. Auwei, das muss wehgetan haben. Und let's go. Der Bosskampf geht los. Wir kapern. Eine Kanone. Und feuern. Oha. Ja, das ist hier das Ziel. Die Lichter auszuschalten. Einer noch. Das ist unsere Chance. Ja, die sollten wir nutzen. Gute Arbeit. Und zweite Phase, denke ich mal. Oha. Wir sollten nochmal ausweichen. Dieser Modus ist ja doch nicht angreifbar. Oha. Ein Suchlaser. Der Raub ausweichen. Das ist ein neumodischer Art Wiggler. Ich weiß ja nicht. Müssen wir den jetzt am Boden ausschalten oder was ist jetzt los? Oha. Ja, jetzt ist er wieder oben auf dem Turm. Jetzt müssen wir nur ausweichen erstmal. Ich denke doch, oder? Nee, jetzt müssen wir sein Ding wieder. Jetzt gilt es wieder, sein Ding auszuschalten. Oha. Und ausweichen. Multitasking. Oha. Wie soll denn das was werden? Die erste Runde war noch leicht, aber... Oha, er kommt. Und ich habe nur noch 2 Leben. Schlecht. Schlecht. Das ist vielleicht ein... Vielleicht ein nächster Versuch notwendig. Na komm, jetzt hier. Okay, es dauert noch ein paar Versuche. Game over. Ach, hier wieder, oder was? Vielleicht können wir eine Abkürzung nehmen. Aufs Dach. Baustelle, Heliport.
Rathausdach. Sieht nicht so aus. Aber hier kommen wir ja relativ schnell hoch. Auf die Spitze. So. Und weiter geht's. Nächster Versuch. Da sind wir schon unten. Na komm, kapern und weiter geht's. Die erste Runde dürfte kein Problem sein. Jetzt kriegen wir hin. Gute Arbeit. Okay, den Schaden haben wir jetzt erzielt. Wir haben jetzt nur noch 3 Leben. Jetzt müssen wir aufpassen. Den Bonus haben wir jetzt nicht mehr wie bei der ersten Runde. Müssen wir uns anstrengen. Ausweichen. Okay, da ist er glaube ich nicht zu treffen in diesem Modus. Oh Schreck. Was für ein Ungetüm. Zuerst den Angriffen ausweichen. Dann angreifen. Na komm, sehr gut. Ein bisschen was haben wir schon getroffen. Müssen wir noch eine Runde überleben. Bisher läuft's. Na, immer ausweichen. Oha, da kommen die Feuerbälle. Und ein Treffer haben wir kassiert. Na komm, na komm, na komm. Na komm. 2 noch. Halt noch aus, Mario. Da kommt wahrscheinlich noch eine dritte Runde, aber erstmal hier aushalten. Gut ausweichen. Ausweichen will gekonnt sein. Feuerbälle. Oha. Sie dürfen uns eigentlich keinen Schaden erlauben. Und jetzt schießen. Sehr gut. Sehr gut, das sieht sehr gut aus. Haben wir ihn. Und wir haben ihn. Und der Multimode ist unser. New Donk City erstmal gerettet. Oder was? Ein Gangster Mario und der Multimode. New Donk City ist Ungezieferproblem. Oh, es wird wieder Tag, es wird wieder hell. Das Ungezieferproblem ist gelöst. Ein Neuanfang für die City. Sprechen wir mit ihr. Wir sind dieses grausame Käferdings los und das Wetter ist wieder schön. Leider scheint Bowser in diesem Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Monde. Gehen wir doch noch ein wenig in der City suchen. Das aber erst im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme. Ich habe hier meine Mission für heute erledigt. Ich habe das Monster besiegt. Ich habe wieder die Sonne nach New Donk City zurückgebracht und das Weitere machen wir dann im nächsten Part. Das war jetzt, ich denke, das schneide ich jetzt zu einer großen Aufnahme zusammen. Ich hoffe, das war euch nicht zu lang. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.